Der Spinat ist bereit zur Ernte. Aufgrund der erhöhten Wärme in den letzten Tagen ist es so, dass er jetzt zur Blüte treibt. Hier sieht man eine kleine Blüte. Und was auch wichtig ist, jetzt ist der Spinat tatsächlich gut, um geerntet zu werden. Und ich hatte ja dazwischen die Zucchini ausgesät. Und ihr merkt, die treiben schon ein bisschen in die Höhe, damit sie Licht bekommen. Und das ist natürlich nicht so gut. Die brauchen jetzt einfach ziemlich zügig viel, viel Licht. Und deswegen wird der Spinat hier geerntet. Schöne Pflanzen. Und wie ich den verarbeite, das zeige ich euch gleich. Und da es sich wiederum um größere Mengen handelt, die nicht so gut transportiert werden können, nehme ich hier eine große Wäschewanne, damit alles da reinpasst. Häufig hat man in einem Selbstversorgergarten halt große Mengen, die auf einmal anfallen an Ernte, so wie hier beim Spinat. Und deswegen verwende ich immer wieder gerne Wäschewannen. Und die taugen dann wirklich, um größere Mengen auf einmal zu ernten und dann auch zu verarbeiten. Das ist schon ganz kräftig und ordentlich, was wir hier haben. Von diesem kleinen Stückchen. Und wie man hier von Ferne sieht, wächst dann demnächst die Zucchini hier. Perfektes Timing, das ist echt cool. Macht Spaß, sowas zu planen und wenn es dann hinhaut, das dann tatsächlich auch umzusetzen. Die Zucchini sind jetzt von dem umliegenden Spinat befreit worden und da seht ihr hier die Pflanzen, die schon die Tendenz haben, halt in die Höhe zu schießen und zu vergeilen, weil sie zu wenig Licht bekommen haben. Jetzt entferne ich noch die Wurzeln von dem Spinat, werden abgesammelt. Und was man hier nebenan auch sehen kann, da sind die Stangenbohnen. Da habe ich schon ein Gitter angebracht. Und auch diese Stangenbohnen werden jetzt Platz bekommen, um sich hier nochmal richtig auszubreiten. Ich ernte jetzt erstmal nochmal den restlichen Spinat. Die Ernte ist beendet. Hier seht ihr die Wurzelreste. Die werden jetzt rausgezogen. Und es ist immer schade. Das sah ihm gerade noch so wunderschön aus. Und jetzt ist schon wieder Schicht im Schacht. Alles weg geerntet. Aber wir haben eine Riesenwanne voll Spinat.
frisch geerntet und der wird jetzt verarbeitet. Das hier ist ein Dämpftopfaufsatz. Ich glaube, das habe ich euch vorhin schon gezeigt. Und den benutze ich gerne, um den Spinat ein wenig kleiner zu machen und vorzugaren. Ziel ist es dabei, nicht den Spinat durchzugaren, bis er wirklich komplett fertig ist, sondern eher ist das Ziel, besteht darin, die Spinatmasse, das ist ja ein Riesenvolumen, einfach zu verkleinern, damit ich das dann einfrieren kann. Und dazu werden die Spinatpflanzen, da habe ich einmal abgewaschen, werden klein geschnitten. Das Messer ist ein bisschen klein hier, ein größeres wäre sinnvoll. Und das Ganze kommt dann hier in den Topf rein. Am besten die größeren Stängel zuerst rein, weil dort die meiste Hitze ist. Ich glaube, ich hole mir gleich noch ein größeres Messer. Und staune dabei, wie viel Spinat dann da reingeht und wie klein Spinat werden kann, wenn er geköchelt wird oder hier in diesem Falle gedämpft wird. Das ist sehr platzsparend für die Tiefkühltruhe. Am Anfang habe ich den immer so eingefroren. Also so wie er jetzt war, und da hat er unglaublich viel Platz gebraucht in der Tiefkühltruhe, und das hatte gar keinen Sinn gehabt. Und jetzt mache ich das halt auf diese Art und Weise schon längere Zeit und das funktioniert gut. Ruhig ein bisschen andrücken das Ganze, damit mehr Volumen da reingeht. Da seht ihr, wenn man es ordentlich runterdrückt, ist die Hälfte weg. Hier ist der Untersatz des Dünsttopfes. Da befindet sich schon leicht kochendes Wasser drin. Und der mit Spinat gefüllte Topf kommt jetzt einfach da oben drauf. Das ist wie so ein Sieb. Und dann kommt der Deckel drauf. Dann wird die Flamme ein bisschen höher gestellt. Damit sich die Masse auch schnell erhitzt. Das Wasser kocht in dem unteren Bereich des Topfes. Und so wird der Spinat innerhalb von 10 Minuten dann doch relativ klein. Fällt zusammen. Und danach wird er in einen Abtropfsieb gepackt. So sieht dann der Spinat aus. Um abzukühlen. Da unten sammelt sich ein bisschen Wasser, aber nicht viel. Und hier wird jetzt erstmal der ganze Spinat gesammelt, bis dieser Behälter voll ist. Der Spinat ist stark zusammengesackt, bis auf ein Drittel und weniger des Volumens. Und jetzt packe ich den erstmal hier rein zum Abkühlen. Der Spinat ist fertig. Ich habe den jetzt abtropfen lassen und vor allem auch abkühlen lassen. Hier sieht man das Wasser darunter, was noch abgetropft ist. Und jetzt fülle ich das Ganze in 1 Liter Beutel, Plastikbeutel ab, mache die zu und friere sie ein. So braucht der Spinat nicht sehr viel Platz in der Tiefkühltruhe, ist sehr kompakt und schmeckt sehr, sehr lecker, wenn man ihn dann zubereitet, zum Beispiel mit Zwiebeln, Knoblauch, Salz und Pfeffer. Und kann wunderbar so als Zutat für, was weiß ich, Bratkartoffeln zum Beispiel dienen. Oder Kartoffelbrei und. Das war's zum Spinat, seiner Ernte und der Verarbeitung. Das Beetstück, wo eben gerade noch der Spinat stand und so herrlich kräftig in die Welt hineinschaute, das sieht jetzt ganz anders aus. Die Spinatwurzeln sind auch entfernt worden. Und hier habt ihr die kleinen Zucchini-Pflanzen, die jetzt
denke ich, kräftig weiter wachsen werden. Die haben schon das dritte Blatt. Und was jetzt noch übrig bleibt, ist das Ganze zu gießen. Wir haben hier also eine weitere fantastische Möglichkeit, den Anbau von zwei Kulturen in einer günstigen Art und Weise miteinander zu kombinieren. Als erstes wird im Frühjahr der Spinat in Reihen ausgesät, dann irgendwann geerntet und vor der Ernte, 10 Tage vor der Ernte in etwa, abhängig von der Witterungstemperatur, werden die Zucchini-Samen in die Zwischenreihen des Spinates gesetzt, oder der Spinatreihen gesetzt. Und wenn dann alles einigermaßen hinhaut, ist es genau so, wie ich euch das gezeigt habe. Das Beet ist vom Spinat befreit. Die Zucchini-Pflanzen haben jetzt genügend Luft und Licht und Nahrung und Wasser auch und werden sich jetzt gut entwickeln. Und diese werden dann weiter wachsen bis zum Frost des Jahres, bis zum ersten Frost des Jahres und dann eine weitere reiche Ernte gewährleisten. Hier im Hintergrund seht ihr das Getreide. Schön, ne? Ja, wir haben ganz, ganz tolles Wetter. Ich bin total happy. Selten so gutes Wetter gehabt hier und auch so lange anhaltend. Ich hoffe, das geht weiter in diesem Jahr. Das wäre schon fantastisch. Zurzeit ist es ein kleiner Gärtnertraum. Macht's gut. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einige Anregungen geben. Alles Gute von Selbstversorgung, modern und einfach. Tschüss. Der Spinat ist geerntet, die Arbeit ist vollbracht und was gibt es noch zu tun zurzeit im Garten? Der Rhabarber wächst und wächst und ich bin inzwischen bei der dritten Ernte. Das hört und hört nicht auf, aber das ist jetzt auch die letzte Ernte. Dann muss das Gitter für die Stangenbohnen befestigt werden, auch das ist eine Arbeit. Die Leinsaat wird von den Beikräutern und Unkräutern befreit. Die Büsche, die Johannisbeerbüsche, werden unten herum nochmal gesäubert. Ich ziehe da das Unkraut raus. Und hier sieht man, die Ernte könnte sehr groß werden und die Beeren müssen halt einfach vor den Amseln geschützt werden. Und leider, leider sieht es dann später so aus. Hier sind Stachelbeeren. Ohne Schutz geht es nicht. Die fressen alles weg. Ja, und wie immer, auch jeden ist angesagt, hier die Arbeit mit dem Dreizack. Und ab und zu gehe ich in den Hühnerauslauf zu dem Hühnerstall und ernte ein paar Eier. Jeden Tag. 2, 3 Stück. Ja, und das ist auch eine wichtige Arbeit, die Säuberung der Nistkästen im Garten, damit die wieder neu besiedelt werden können. Manche Kulturen müssen noch gegossen werden. Wir haben doch ein sehr trockenes Frühjahr oder Frühsommer. Hier sind es die Freilandgurken. Und dann ganz, ganz wichtig, ich muss mich ausruhen und darüber nachdenken, was ich so als nächstes machen kann. Alles Gute von Selbstversorgung, modern und einfach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.